Hey. Hey. Yo. Ja, ich glaube, das ist gut. Okay. So. Ey. Ja, ich glaube, das ist gut. Ja, kannst du noch einen Ticken leiser machen? Dann ist, glaube ich, gut, Alter. Man hat hier nicht mal mehr Platz für ein Bier. Das ist wirklich sehr eng. Wo ist mein Bier? Ich habe ein bisschen zu leise gemacht. Ich habe mich nochmal runtergedreht, ja. Such mein Bier. Hast du eine Line? Wollen wir eine Line nehmen? Okay, der Drop dauert noch sehr, sehr lang. Dauert wieder 16 Bars. Okay. Du willst auch mit uns rappen, aber du traust dich nicht. Es ist Peter Kretz, bin mit deiner Frau im Club. Seit eineinhalb Stunden hab ich eine Augskabelverlängerung. Ja, und kann jetzt endlich rappen wieder. Freestyle 2020, Digga. Ja, wer ist denn am Kleben auf? Keinen synthetischen Drogen, nur noch auf Ganja, Digga. Sogar AT ist clean, aber das hat keinen zu jucken, Digga. Ich rauch nicht mal mehr Ganja, Digga. Kauf mir mal ne Fanta, Digga. Was geht ab? Ich lauf in Dönerladen rein und sag, yo, gib mal, ist das eigentlich Kaltfleisch? Digga, das ist Halbzeit. Yeah. Und ich baller mir den Alk rein. Ich hab viel zu rote Augen, um das überhaupt zu glauben, dass wir wieder in der Booth stehen und schon wieder einen rappen. Ja. Das Ganze ohne Tabletten. Aber immer noch on. Was ist das für Pep? Warum sieht das so künstlich aus, du Arsch? Ey, hier ist ganz schön heiß, circa 50.000 Grad. Guck zu Alex Tönagel und Heim, ich schick dich in die Gruft. Und hier in der Hof, Digga, da fehlt ganz schön die Luft. Es ist Alexander Kretz, aka The Springle the Dawn. Ich hab vom Alkohol immer schon ganz schön viel Pickel bekommen. Und check mir mal den Eisbergsalat hier. Digga, ganz schön heiß, ich hab schon voll die Schweißperlen auf der Stirn. Ich verkauf kein Koks, nein, ich check dir mal die Köfte. Ich bin so besoffen, Digga, ey, ich treff nicht mal die Knöpfe. Wer bist du denn? Du bist ein Kreisliga-Fußballstar. In Alexander Wuff krieg ich Schweiß auf dem Unterarm. Okay. Jo, was geht ab hier mit Shadi? Yo. Shadi Nummer 1. Ey. Shady. Ewa, was geht, Alter? Ein Versuch, Bruder. Okay. 3, 2, 1, 0. Digga, ich bin Shady, Mann, ich geh Bananen pflücken. Dieses Jahr werde ich mein Weihnachtsbaum mit Kastanien schmücken. Digga, gib dir mal den krassen Freestyle. Ich bin hier der einzige Kanake, doch schreit Was für Kastanien, Digga, Weihnachten ist vorbei. Guck, wie ich mit Charlie durch das Dorf heiß. Yo, das hier ist Goda Sound. Shady Kretz und AT sind im Kokerausch. Wir gehen in die Fußgängerzone und knocken Omas aus. Ich hab Bock auf Bauernbratwurst. Das ist der Grund, warum ich andauernd hart furz. Ich werde nie wieder einem Betrüger glauben. Ich kann hier nicht mehr stehen wegen Hühneraugen. Ey, komm mal klar, du Fotze, Mann, ich knock dich aus. Ich steh in der Buff und spit die Rotze in den Noppenschaum. Ich werd dich Judo Schmock wegschlagen und mach's mir danach bequem auf deinem Hugo Boss wegklacken. Ey, die Bitch, ich verbring den Tag mit deiner Mom. Ey, yo, Kretz, mach mir fürs Braune mal ne Ratenzahlung klar. Steh am Mic und bin derbes Move. Digga, das High-End-Sound trotz meiner Sperrmüll-Buff. Ich will AT öfters was vom Bibel erzählen, doch das ist zum Heulen wie bei Zwiebelschälen. AT und Shady, yo, guck, wir machen uns paar schöne Tage. Nicht die größten Schwänze, doch auf jeden Fall die größten Nasen. Das ist Freestyle-Session, alles voller Zweckreime. Unsere Popel sind größer als deine Pepsteine. Ey, yo, wir kommen ran und du wirst gesmackt, Kleine. Ist doch klar, dass ich nur mit Penner mein Crack teile. Ganz klar, Alter. Der ist normal. Motherfucker, das ist Lifestyle auf Techno-Drogen. Viel zu dichter Mike, schon wieder 30 Nasen festgezogen. Zeig mal deine Crew, ich find sie auch nicht geil. Mach deine ganze Gang kaputt mit deinem braunen Mike. Deine Freundin schreibt mir, wenn sie texten will. Ey, die Kretz, wahre Brüder, wir teilen uns das letzte Pilz. Hey, wo ist das überhaupt? Hui, hui. Ganz schön verschickt, ganz schön verschickt, ganz schön verschickt, Was los? AT und Kretz, treff uns Mofa heizen. Dank euch können wir uns ab jetzt einen adoptierten Opa leisten. Ja,
Stelle in der Profurt sind schon wieder viel zu dicht. Genau, wir haben ganz schön unterschätzt, wie krass das Weed hier kickt. Ey, und mal wieder viel zu viel gekifft. Ey, mal wieder viel zu viel gesplifft. Oh, jetzt geht es rund. Schwanz im Mund. Meine Nase ist so groß, ich seh aus wie ein Schwertfisch. Wenn du uns triffst, sagst du erstmal, wie viel dein Outfit wert ist. Er sagt so, 70.000 Euro ist ja klar. Ja. Aber ich glaub immer noch, das ist nicht wahr. Ich trag Supreme und noch paar andere Marken. Prada, Gucci, Louis Vuitton. Fick dein Anus. Voll 50 Kubik Roller durch Kronos City. Hör dein Album, find es genauso shitty. Ey, das macht keinen Spaß. Ey, schaff das ab. Ja, ey, Tracks haben. Ey, das knallt ja gar nicht. Hast wohl noch nie ein paar Teile geschmissen. Knall mit dem Revolver durch das Kissen. Wir haben deine Hure gefickt. Sag mir, wer ist cool? Ayo, du bist es nicht. Okay. Ich weiß noch. Ja. Ich glaub, mein Geld klingelt. Hallo? Hallo? Ja. Guck dein Fachwerk an, du hast es versaut. Ich komm auf deine Party, Nino Weber, Dachdecker Sau. Zwei, drei Nasen zieh ich von deinem Arschloch. Ja, kein Thema, Digga, ich nehm mich Don Patros. Digga, Österreich gehört mir, Digga, das ist mein Gebiet. Ey, fahr durch mit meinem Gebrauchtwagen durch dein Kiez. Ey, yo, guck mal, wer jetzt nen Hyundai fährt. Ey, guck mich an. Nino Webers läuft nicht verkehrt. Ey. Okay, was passiert hier? The fuck, bro? Ey. Daniel? Was passiert hier? Was What passiert the hier? Fuck is up, Kyle? Was passiert hier? Was passiert hier? Ey, ich hab den einzig so krass verkackt. Ey, Digga, check meinen Schwanz ab, der um meine Pisse riecht nach Apfelsaft. Ey, ja, das ist ganz harter Penis. Digga, traust du dich eh nicht. Landmann zu lutschen und meine Pisse zu probieren. Ja, Digga, traust du dich eh nicht. Traust du dich eh nicht? Ja, nee. Traust du dich eh nicht? Komm vorbei. Traust du dich eh nicht? Komm vorbei, Digga. Traust du dich eh nicht? Zeig mal deinen Hund. Traust du dich eh nicht? Rap mal was vor. Traust du dich eh nicht? Zeig mal deinen Rücken. Traust du dich eh nicht? Karate. Traust du dich eh nicht? Ja. Doppelplatin, Digga. Okay. Jetzt dies? Ja. Ja. Traust dich immer nur so. Girls One Cup, Mundwüste, nicht Mundwüste. Ja. Du siehst unseren Joint und willst auch vom Spliff. Guckst mir in die Augen, wie ich rauche, aber du traust dich nicht. Du hast dich verwählt, denn sowas macht man nicht. Rauch Digga von meinem Shit, ey, aber du traust dich nicht. Da fliegen dir die Löffel weg, wegen mir rauchen eure siebenjährigen Töchter Crack. Du fragst, wie oft ich auf Klo bin, Digga, ich bin öfter weg. Hey, die Mutterficker, verkauf Kraut auf nem E-Roller. Komm zu deiner Mom, wenn ich das Maul mit LSD voll hab. Ey, excuse me, hallo. Can I sit down here? Na. Oh no, it's besetzt. Oh no. It's besetzt. Besetzt. Please. I don't know where to sit down. Mario, don't talk to me. Ja, bro. Ja, ey, die Bitch, ich rauch Schore und Crack. Sie wollen sich hier hinsetzen, oh no, it's besetzt. Geht da Kritz am Mike und ja, ich bin ziemlich betrunken. Aber als dein Vater abgestorben hat, war's ziemlich gestunken. Ja, ich bin am Mike, ja, check mal ein Teil oder 1, 2, 3. Vier Pappen oder 5, Digga, ich hab so viel Teile, wie du Lappenkind dir wünschst.
Ey, yo, sei dabei, wenn du 1, 2, 3 hier Teile schmeißt. Und zwar in der Booth, Digga, von Alex Türnackel. Und die hat dann 19 neu gebaut, doch das ist ja ziemlich gut, ziemlich stabil. Aus Pressspan packen, wie als wäre ich deine Mutter, als würde ich ein Festbar packen. Ja, das ist echt nicht kacke. Ey, T, ich geh mit deiner Mutter Drogen und verchecke danach ein paar Tupperdosen. Ja, denn die Schlampe liebt den Scheiß und finde meinen Thermomix ganz nice. Yeah, komm zu meinem Abend. Ich vercheck dir 3, 4 Tupperdosen. Vielleicht noch ein Küchengerät, vielleicht noch Extras. Yeah, aber du musst der Gruppe beitreten. Ja, meine Leber hacken fett, ja, Digga. Hier kriegst du eine Zeberpackung extra. Ah, lass mal Pfeffi saufen. Pfeffi. Aber gratis Monat. Ah, yeah, da musst du nur so ein paar Kunden anwerben und dann kriegst du auch ein bisschen Provision. Wenn du es ganz groß rausschaffst, dann kriegst du vielleicht sogar einen Firmenwagen, aber nur vielleicht. Das hier ist ein Schneeballsystem. Ah, das hier ist ein Schneeballsystem. Das hier ist ein Schneeballsystem. Ein ist ein Schneeballsystem. Das ist was? Das hier ist ein Schneeballsystem. Ey, motherfucking Schneeballsystem. Komm in die Gruppe. Ja, das ist ein Schneeballsystem. Als Aufnahmeritual musst du nur so 2 bis 3 Schwänze lutschen, gar kein Ding. Und als Aufnahmeritual zeig doch mal dein Penis in der WhatsApp-Gruppe. Aber traust du dich eh nicht? Nee, Dicker. Traust du dich eh nicht? Ey, ich komm in den Gemüseladen und klau mit paar Prügelknaben deine ganzen süßen Waren. Deine Mama fühlt es gerade, wenn ich sie arschfickend, nachdem sie ihre Tüten tragen. Vom Lidl-Einkauf nach Hause dreht dich hier eine Nacht in die Fresse, ja, und du fragst, wer ist der Bowser? Ich sag's die ganze Zeit einfach. Ey, yo, Hockey, mein Bach. Zippe mein Chantre auch einfach. Es hat immer einen Grund, wenn ich die Gans einpacke. Wie an Weihnachten, wenn ich die Gans einpacke. Ey, ey. Jetzt ganz gerne. Check das. Kennst du mein Bar? Woher krieg ich jetzt noch ein Bier, das nicht 2 Euro kostet? Komm zu uns nach Haus, du siehst uns, wir rauchen teure Knospen. Sowas kannst du dir nicht leisten. Nee. Baba Kusch, nur vom Feinsten. Und wir puffen, pässen. Rauch die Blüten, Dicker. Puff, pässen. Kriegst nichts ab. Puff, pässen, Dicker. Brauchst gar nicht zu gucken, Dicker. Puff, pässen.